Pünktlich um 9 Uhr eröffnete heute Morgen das neue Arsenal-Einkaufszentrum in Wittenberg. Nördlich der Altstadt gelegen, bringt der Neubau Parkplätze, neue und alte Läden in die Lutherstadt. Das Projekt, das rund 40 Millionen Euro gekostet hat, wurde nach 15 Monaten Bauzeit pünktlich fertig. Natürlich hat man die nötige Portion Lampenfieber und das soll auch, glaube ich, so sein. Alles, was neu kommt, löst erstmal so einen ganz natürlichen Reflex aus. Oh. Ja, abwarten und vor allem erstmal stellt das alles in Frage und wir sind dagegen. Das ist ja ein ganz normaler Prozess aus der fachlichen Sicht und ob Sie da mit Stadtplanern reden, mit uns als Betreiber oder mit den Eigentümern, Sie werden sehen, das Center hat 60 Einheiten. Das heißt, es ist nicht dieser Gigant, der sonst gerne in Cities gesetzt wird, wo Sie dann diese Effekte haben, die heute befürchtet werden, sondern wir haben 60 Shops hier. Und die zusammen mit der City sind 325 Shops mit Gastronomie. Und wenn wir da clever sind, und da spiele ich auf die Öffnungszeiten an, die wichtig sind, also wir von 13 Uhr weggehen, dass wir den Laden zumachen, sondern gehen auf vernünftige, jetzt kundenorientierte Zeiten, dann werden wir insgesamt einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne machen. Und da wette ich auch jetzt schon mit Ihnen, dass das klappt. Ja, ganz toll. Wir sind überrascht, dass es doch so schön ist. Also hätte man nicht erwartet. Es sieht wundervoll aus, ist riesig und wir haben noch längst nicht alles gesehen. Und dann geht's gleich weiter zur Shoppingtour. Ja, Stichwort Parkplätze. Sie kennen den Arsenalplatz ja bestens. Ein loser, nicht angelegter Platz, auf dem dann, ich sag jetzt mal, 200 Autos in etwa stehen konnten. Jetzt gibt's ein tolles Parkhaus, was absolut gesichert ist. 320 Stellplätze. Und das Interessante ist ja, dass Sie in der ersten halben Stunde nichts bezahlen in unserem Parkhaus. Also für die, die nur zum Rewe oder nur zum Rossmann wollen, schnell einkaufen, sage ich jetzt mal. Die zahlen nichts, dann kostet die erste Stunde am Ende 1 Euro und der Tageshöchstsatz sind 3 Euro. Das halte ich für ein geführtes Parkhaus für sehr, sehr, sehr günstig. Mein Favorit hier? Eigentlich H&M, weil endlich kann man auch hier ein bisschen bessere Klamotten kaufen und ich finde es allgemein auch ziemlich toll. Man muss jetzt nicht erstmal extra nach Dessau, nach Leipzig, sondern hat endlich mal was auch in der Nähe, wo man kaufen kann.